Herzlich willkommen bei Sam's Soul and Mind, der 1717 Talk. Heute mein Gast Bernadette. Sie ist Unternehmerin, Löwenmama und Mensch natürlich. Ein neuer Platz für ein Gespräch hier draußen in der Natur. Ja. Ich freue mich ganz besonders und ich würde sagen, wir marschieren einfach mal los und reden sehr ein gerne. Bisschen. Ich möchte gerne mit dir über den gestrigen Tag sprechen. Gestern war in Leipzig die Demo. Ja, genau. Du warst dort. Ja. Und kannst mir ein paar Eindrücke mitbringen. Ich durfte ja nur vom Bildschirm aus zuschauen. Habe auch Nachrichten zugespielt bekommen. Es war schon ganz schön ergreifend emotional, muss ich sagen. Aber wie transportier du mal ein bisschen, wie hast du es empfunden als eine Frau, die mittendrin war? Ja, also ich bin morgens schon in Leipzig aufgewacht. Wir haben tatsächlich am Freitagabend schon in Leipzig ein Zimmer bezogen und sind dann frohen Mutes aufgewacht und haben dann auch schon so ein paar Hubschrauber kreisen hören. Und ich muss sagen, so von Stunde zu Stunde wuchs so ein bisschen die Aufregung und die Erwartung. Ja. Und wir haben tatsächlich auch für uns selber so ein kleines Video gedreht, ja, und dann auch wirklich so, weil wir wollten, dass wir der Nachwelt was hinterlassen, also unseren Kindern, Enkelkindern und so weiter. Und haben dann so stündlich so ein kleines Video gedreht. Mhm. Und dann stieg so ein bisschen die Erwartung, die Aufregung. Und wir hatten uns dann mit Freunden getroffen und sind dann frohen Mutes Richtung Augustusplatz. Mhm. War das auch so ein bisschen 89-Gefühl? Weil, also ich darf verraten, du kommst ja auch aus dem Osten Deutschlands. Ich als Bessi kann das ja alles gar nicht ganz so nachempfinden. Ich war noch deutlich jünger, also auch jugendlich, sehr jugendlich, als das damals war. Und habe nicht diesen Bezug dazu, so wie du. Ja, also 89 war ich auch noch zu jung. Also vielleicht nicht zu jung, um auf eine Demo zu gehen. Also ich war 16 Jahre alt. Mhm. Aber das war so ein bisschen, naja, auch so ein bisschen Spannung war schon da. Aber meine Eltern haben bewusst gesagt, nein, ihr nicht. Mhm. Ihr bleibt zu Hause, wir fahren alleine nach Leipzig. Mhm. Deshalb haben wir das am Ende nachher nur am Fernsehen mitbekommen oder aus den Erzählungen. Mhm. Und natürlich auch diese ganzen Grenzöffnungen und so weiter, ne, wo sich die Leute in den Arm lagen. Ja gut, das ist ja das, was ihr... Die Bilder, die haben wir ja auch bekommen. Genau. Und da waren meine Eltern natürlich total ergriffen. Ich habe es damals gar nicht so richtig verstanden, wie mein Vater da auch weinen konnte vor dem Bildschirm. Ja. Ich habe mich schon emotional als Jugendliche berührt gefühlt, aber ich war halt nicht so drin, wie ich jetzt aber sagen muss, dass ich natürlich für uns alle irgendwie mitfiebere und spüre, dass ja was nicht stimmt. So mit diesem Gefühl bist du ja jetzt dann los. Ne? Genau, also schon so im Herzen mit diesem Gefühl. So, jetzt haben wir jetzt hier 89 2.0. Und jetzt sind wir die Eltern, die auf der Straße sind. Ja, krass. Und gucken, dass wir den Kindern einen besseren Weg ebnen. Ja, und Wahnsinn. Diesen Wahnsinn jetzt beenden. Ja. Ja, und mit diesem Spirit sind wir dahin. Ja. Wobei auf der Bühne, da war ja irgendwie über Querdenken, die hatten ja teilweise eingeladen, es war ja nicht alles Querdenken. Ich glaube, wenn ich es richtig dechiffriert habe, dann gab es verschiedene Gruppierungen, die auch angemeldet hatten, aber da gab es diesen Hauptplatz mit Querdenken und da hat ja ganz klar der Anwalt gesagt, also es ist hier kein 89. Ja, genau. Also, aber das, ich meine, mehr als so ein Gefühl kann es doch gar nicht gewesen sein, oder? Ja, also das kam mir auch etwas komisch vor. Ne? Ja. Auch diese ständigen Durchsagen, dass unbedingt der Mindestabstand einzuhalten ist. Und Leute, wenn ihr jetzt den Mindestabstand nicht einhaltet, also dann seid ihr dafür verantwortlich, wenn jetzt die Veranstaltung hier abgesagt wird oder Schuld? Beendet wird. Na, da ging es wieder um dieses Thema Schuld, was wir ja alle super ertragen. Ja, und... also dieses, ich weiß es nicht, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, du bist ja irgendwie im falschen Film. Ne? Und dann kam es auch drauf zu sprechen, auf unser Grundgesetz. Und dann ging es um Paragraphen, dann ging es wieder um dieses Covid und Corona, um Mundschutz. Und ich dachte mir die ganze Zeit, bist du jetzt hier im falschen Film? Weil das ist ja nicht das, wofür wir auf die Straße gehen. Also du bist mit deinem Freiheits- und wirklich
nicht in dieses System DDR 2.0 Gefühl quasi ja dann losgegangen. Ja. Ja. Mhm. Als Kind der Stunde. Genau. Und hast dann gedacht, du bist Spielball oder wie hast du das dann empfunden, wenn du sagst so Ordner und hin und her und aufpassen? Na, das ging ja schon wieder so, das war schon wieder so reglementiert, ja? Mhm. Also, du darfst jetzt nicht da stehen, sondern musst darüber und dann schön diesen Abstand und also jeder, der keine Befreiung hat, bitte Mundschutz aufsetzen. Mhm. Also ich habe die ganze Zeit keinen Mundschutz auf. Also ja. Warum sollte ich das jetzt auf einer Veranstaltung ja. An frischer Luft auf einem großen Platz? Ja. Mache ich mir jetzt einen Mundschutz um? Ja. Nee, habe ich gedacht, das passt nicht. Das passt überhaupt nicht. Ja. Ja, und dann liefen auch so verschiedene Leute rum und fingen an, irgendwelche Zettel auszuteilen. Da stand eine junge Frau vor mir und meinte, ja, hier können Sie sich engagieren, hier geht es um Kinder. Und es geht auch darum, hier sind Ärzte, die sich auch bei uns hier vereinigt haben. Ich sage, reden Sie mal spezieller, was ja. ist das? Und ich las dann schon so auf diesem Flyer Partei. Und dann okay. sagte ich, das ist eine Partei. Naja, wir finden uns hier zusammen, um für die Rechte der Kinder zu kämpfen. Da habe ich gesagt, ganz ehrlich, in irgendeinem Parteiendenken bin ich nicht mehr. Mhm. Also es geht hier nicht um Schwarz, Weiß, Rot oder Grün oder rechts oder links. Mhm. Ja? Wir sind in erster Linie Mensch. Ja. Und wir haben alle ein Bedürfnis. Ja. Dieses Freiheitsbedürfnis. Ja. Endlich ein Friedensvertrag, mhm. dass wir hier ein souveräner Staat sind. Mhm. Dass wir endlich wieder zu unseren germanischen Wurzeln finden können. Und daraus etwas entwickeln können, was schon mal da war. Was wir einfach nur verlernt haben. Mhm. Wir haben es verlernt, uns mit der Mutter Erde zu verbinden. Mhm. Wir, die Germanen, wir kommen aus der Mutter Erde. Ja. Das ist unser Ursprung und das haben wir einfach verlernt. Ja? Und aus diesem Schlamassel müssen wir irgendwie wieder rauskommen. Okay, aber es hat ja dann gestern auf dem Hauptplatz, dann gab es ein paar Redner, glaube ich. Ja. Ne? Also um nochmal für mich in dieses Gefühl zurückzugehen. Ja. Du bist also so hochmotiviert los mit diesem Britzeligen, dass was Großartiges passiert. Ja. Wetter war ja auch phänomenal. Ne? Der ja, Himmel ja, war ja. blau. Ja, ja, ja. Und dann ist da aber irgendwie, spüre ich gerade, ist es so ein bisschen in den Boden gesackt, oder? Also, ja. Oder so dieses. Ja, das war tatsächlich so, dass ich mich immer umgeschaut habe nach links und rechts und habe immer irgendwie nach einem Anker gesucht und habe überlegt, also irgendwie muss es doch jetzt hier mal ein Zeichen geben, ob ich jetzt hier richtig bin oder nicht. Mhm. Ja, dann kam halt irgendwann die Info, es gibt noch eine Zweitbühne ja. Auf dem Leuschnerplatz oder so. Da habe ich kurz überlegt, gehe ich jetzt hier weg? Nee. Das ist der Augustusplatz. Das ist Augustusplatz. Du musst hier richtig sein. Ja. Ne? Dann sah ich jemanden so aus dem Augenwinkel, der hat eine Fahne geschwenkt. Da ging es um das alte Sachsenland. Ja. Ne? Das war der einzige Fahne, mhm. die in eine richtige Richtung deutete, mhm. für mich. Für dich, genau. Ja? Klar, jetzt muss man immer klar sagen, das ist so, ja, kommen aus deiner Welt mit deiner Wahrnehmung, was ich aber total spannend finde, weil ja. du hast Worte wie Souveränität, über die habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen. Ja. Auch diese Selbstermächtigung hat für ja. mich immer aus dem Innen heraus da was mit zu tun. Ja. Und wenn dann schon jemand kommt und sagt, Abstand halten, Mundschutz jetzt aber doch, dann ist es ja schon gar nicht mehr selbstbestimmt aus mir heraus. Also gar nicht. Wie im Kleinen, so im Großen. Genau. Und die große Frage, die ich mir bei dem Ganzen dann auch stelle, gibt es da eine Idee, warum die da alle da sind? Also konntest du das von der Bühne aus mitnehmen? Was ist die Idee von den Rednern, die zu den Menschen kommt? Warum versammelt man sich? Geht es da wirklich nur um Corona? Was ist das? Also ich kann dir das tatsächlich gar nicht hundertprozentig beantworten. Wie viel also großes Ganze, also wie viel Bild ist dann schon verstanden? Oder von den Rednern auf der Bühne oder eher von dem Publikum? Sowohl als auch. Also ich meine, wenn ich als Mensch zu so einer Veranstaltung komme und bleibe stehen und höre mir die Redner an, dann schaue ich ja in gewisser Weise auf. Ja. Dann ist ja das, was mir der Redner auch bei einem Seminar oder so transportiert,
sollte möglichst mein Wissen erweitern und sollte mir ein paar gute Impulse geben, wo auch immer die hingehen dann. Ja? Also so für mich, dass ich merke, oh, derjenige weiß, wovon er spricht oder ich nehm was mit. Ja. Wie war das für dich dann? Also ich kann sicherlich nicht für alle sprechen, aber das, was ich so empfunden habe, auch aus den Gesprächen mit anderen Leuten, die so um uns rumstanden, da sind schon viele dabei, die auch wussten, dass sie dorthin gekommen sind, genau wie ich, mit der Erwartung, wir schreiben heute Geschichte. Ja. Jetzt beenden wir den Wahnsinn. Ja. Ne? War ja auch so diese Überschrift der Demo, Zeit ist zu beenden. Ja. Ne? Und dann standen die dann so mit schüttelndem Kopf da. Und ich merkte auch, um nochmal auf 89 zu kommen, auf einmal, als es dann losging, wir brechen jetzt ab und ja, Mindestabstände, immer wieder kamen die Rufe, wir sind das Volk. Ja. Aber das ist doch dann groß gewesen. Also da spüre ich gerade. Jetzt bin ich doch richtig. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, jetzt spüre ich alleine, wie du es erzählst und die Energie, die ich jetzt wahrnehme. Wow, darum geht es schon mal. Das, also da sind tatsächlich sehr, sehr viele wach und auch schon wacher als wach. Ja. Die wissen schon, dass es jetzt die nächsten Schritte braucht in Richtung Friedensvertrag, weil sonst nützt uns dieses ganze Kasperletheater nichts. Ja. Ja. Also man muss es auch wirklich mal so sagen. Ich möchte auch nicht jeden Redner da in eine Schublade packen. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere schon einen Auftrag hatte auf der Bühne. Es gab sicherlich auch ein paar ehrliche Menschen mit ihren Beiträgen. Mhm. Ja, aber das große Ganze war tatsächlich, wir bespaßen jetzt mal die Leute eine Weile. Ja. Mal gucken, wie lange sie das mitmachen, ne? Und wie sie so reagieren, weil irgendwie müssen wir das ja jetzt bedienen. Ne? Wir müssen ja jetzt demonstrieren, wir haben eine Demokratie, wir lassen hier jeden reden, selbst wenn es irgendwelche... Was auch immer. Wow. Aber dann ist was Spannendes passiert. Mhm. Es wurde ja beendet. Ja. Uhrzeit? Ja, es war vielleicht 15:45. 46 oder genau, sowas. Auch genau. Interessant. Und dann hat sich aber die Masse nicht aufgelöst. Also es sind die Menschen geblieben. Ne? Ja. Moment erstmal geblieben. Und immer wieder diese Rufe, wir sind das Volk, wir bleiben hier, wir bleiben hier. Ja. Bis dann nachher irgendwie so eine Energie kam, lasst uns doch jetzt spazieren gehen. Ne? Wir gehen jetzt zum Ring. Es war abgesperrt, rüber zur Prager Straße, Grimmarsche Straße, waren überall Polizeiautos. Ja. Da ging es halt nicht weiter. Also es hieß, da ist noch eine andere Demonstration und die wollen das nicht... Ja, da war, glaube ich, auch entsprechend eine Gegengeschichte gestartet, ne? Wie auch immer. Also es ging dann irgendwie dort nicht weiter. Ja. Und dann sind wir erst in die eine Richtung und dann ging es da auch nicht weiter und dann die andere Richtung. Also dann kamen schon so die Rufe, wir kommen uns jetzt gerade vor, wie Vieh, was hin und her getrieben wird. Ja. Ne? Und da habe ich gesagt, jetzt einfach umdrehen, loslaufen und mal gucken, wie weit wir kommen. Wir gehen jetzt einfach weiter. Und das war dann tatsächlich, also wir sind dann an der Oper Richtung Hauptbahnhof gezogen. Ja? Mhm. Und das war so eine unheimliche Energie, das war richtig schön. Richtig schön auch zu sehen, auch egal in welche Altersklassen man denkt, egal in welche Himmelsrichtung von Deutschland. Also da waren so viele Menschen, so ein kleines Mädchen, die lief da mit einem Schild rum und hatte auch die Geschwister und die Eltern dabei. Also das war toll, wirklich. Also war da dann das Gefühl von wir und Freiheit. Genau. Und dann ist es auch, glaube ich, so gewesen, dass die Polizei auch zurückgewichen ist, richtig? Die Polizei ist zurückgewichen. Was mich auch immer noch so ein bisschen verwundert hat, dass die Polizei nicht eingreift. Wir hatten ja früh morgens gesehen, wie die ganzen Wasserwerfer an uns vorbeigefahren sind, Panzerwagen. Scharfschützen, ne? Scharfschützen waren auf dem Radisson, auf dieser Bank da am Augustusplatz. Also... Wir haben überall die Leute gesehen, also die waren schon da. Und dann war es so viel, dass ihr durch konntet. Ja. Was glaubst du, wie viele Menschen waren gestern da? Gefühlt? Schätzung?
Also ich denke zwischen 80 und 100.000. Wow. Weil in den Medien war ja wieder die Rede von um die 20.000. Und das, was dann tatsächlich auch wieder heute in den Medien zu lesen war, radikale, ganz schlimme Bilder. Also du warst ja nun wirklich mittendrin die ganze Zeit. Ja. Vielleicht kannst du es auch noch mal in die Kamera oder wie auch immer. Das habe ich gerade gar nicht gefühlt. Da war nichts Radikales, oder? Gar nichts, in keinster Weise. Es war so friedlich. Die Leute hatten Kerzen in den Händen, haben sich umarmt, sind gemeinsam gelaufen, haben miteinander geredet. Also das war echt toll. Da waren auch welche aus Bayern, würde ich sagen. Ja. Da hatte jemand so eine alte Trommel und hat dann immer so ein bisschen da so angeheizt. Genau, so einen Rhythmus mit reingegeben. Also das war wirklich traumhaft schön. Ja. Und warum ist das Ganze dann wie, ich sage jetzt mal, im Sande verlaufen? So fühlte sich ja die Energie hinterher an, ja? Oder auch unser Erstkontakt dann heute, als ich gefragt habe, Mensch, können wir darüber sprechen? Mhm. So euphorisch, wie der Moment war und dieses Gefühl, wow, wir sind das Volk und miteinander, es hat sich irgendwie, ja, es ist wieder versackt, richtig? Ja, weil am Ende kommt die Ernüchterung, ne? Bei all diesen Positiven, auch bei diesen positiven Menschen, die da waren und sicherlich auch ehrlich waren und auch aus reinem Herzen zu dieser Veranstaltung gegangen sind. Ist ja auch also mal einmal Wertschätzung für alle, die da waren, die nämlich schon selbstbestimmt sind, indem sie gesagt haben, wir stehen auf, wir nehmen die Fahrt auf uns und auch die Hindernisse, es war ja nicht ganz leicht, in die Stadt zu kommen. Ja. Alle, die da waren, wow, Chapeau, muss ich sagen, Respekt. Ja, definitiv, also finde ich auch. Ich habe mir auch manchmal so die Frage gestellt, oh, würde ich das jetzt machen, nach Stuttgart fahren zu so einer Demo? Mhm. Wahnsinn, ne? Mhm. Aber dann kam die Ernüchterung, sagst Dann du. Kam die Ernüchterung, ne? Weil, und nun? Genau. Wir treten wieder auf der Stelle? Ja. Oder sind sogar einen Schritt zurückgegangen? Möglicherweise? Ja, ja. Dieses kurze Gefühl, die Polizei hat uns durchgelassen, war dann eine Euphorie. Vielleicht sogar ein bisschen Taktik. Okay, lass sie gehen, lass sie ziehen, weil heute ist halt Sonntag. Mhm. Heute steht die neue Verordnung auch. Mhm. Alle müssen immer noch weiter Maske tragen. Mhm. Und nichts von dem, was mit Freiheit dann im Außen zu tun hat, ist heute irgendwie ersichtlich. Oder eine fundamentale Veränderung ist jetzt nicht zu erkennen. Ja. Woran fehlt's aus deiner Sicht? Woran fehlt's? Ich denke, es müsste mehr aus dem Volk herauskommen. Mhm. Ja, wir bräuchten wirklich all diese Leute, die da waren. Ja, jeder in seiner Stadt, jeder in seinem Bereich. Organisiert euch. Also, wenn ich das so sagen darf. Bitte. Ja, also, die Gedanken sind frei noch. Und wir dürfen euch. Organisiert euch einen Spaziergang. Das fängt irgendwie klein an und irgendwann wird das immer größer. Aber jeder regional, weil ihr braucht dafür nicht hunderte von Kilometern zu fahren, um für eure Rechte und für eure Freiheit, für die Freiheit und die Souveränität auf die Straße zu gehen. Da muss man nicht so weit fahren. Ne? Deshalb wäre das mein Wunsch. Mhm. Dass wirklich die Leute sich regional organisieren, einen Tag in der Woche immer wieder zur gleichen Zeit auf die Straße gehen und für ihre Rechte eintreten. Mhm. Ja, wow. Ja. Ja, also es geht um die Souveränität, die vielleicht noch nicht jeder so in Gänze verstanden hat oder dass es darum geht, dass das noch nicht jeder in Gänze verstanden hat. Ja, natürlich. Auch wenn du bei der Demo siehst, dass welche mit einer Deutschlandfahne da rumrennen oder dann denke ich mir, ihr habt das nicht verstanden. Mhm. Ihr habt das nicht verstanden. Wir wollen ja nicht das nächste Drehbuch von der BRD GmbH schreiben. Also es geht doch darum, wieder eigenständig zu sein, souverän zu sein, unsere Wurzeln einatmen zu können, darüber reden zu können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben oder immer irgendwo
in eine Schublade gesteckt zu werden. Ja. Ja? Also warum besinnen wir uns nicht auf das, was wir immer schon gut konnten? Ja, nämlich uns selber ernähren, regional, saisonal, das Handwerk wieder zu schätzen, da unsere Kraft rauszuziehen. Ja, das Land der Dichter und Denker. Ja. Wo ist das heute? Ist es nur noch das Land der Klopapiersammler? Oder ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht, ne? Ja. Also, das ist so drastisch und am Ende haben wir uns alle dort selbst hinmanövriert. Der eine oder andere hat vielleicht schon früher erkannt, dass das nicht immer der richtige Weg ist oder dass das eine oder andere nicht passt oder nicht so rund läuft. Ja. Aber aufgestanden sind sie trotzdem nicht. Sind weiter geschwommen in diesem, ja, in diesem Hamsterrad, in dieser ganzen Marionettenfabrik. Hat hat jeder hin und her gezappelt und versucht, so sein eigenes Ding da zu machen und nicht mehr nach links und rechts geguckt. Ja. Ne? Ja, unsere Alten haben in irgendwelche Seniorenheime abgeschoben. Ja. Ja, unsere Kinder haben wir in Kitas abgeschoben. Ja, haben ihnen auch beigebracht, ganz schnell, ganz viel. Genau so, also ich inklusive. Also ich nehme mich da nicht raus. Darf mich auch nicht ausnehmen an der Stelle. Ich habe das auch. Ich habe mich jetzt im Nachhinein auch bei meinen Kindern dafür entschuldigt. Weil mir gar nicht bewusst war, was ich denen damit angetan habe. Mhm. Ja, und wofür? Ja. Für irgend so einen Schein, ein Papier, wo irgendwas drauf gedruckt ist, was nicht mal annähernd den Wert hat, wie vielleicht, ja, keine Ahnung, ein Gummibärchen. Ne? Ein Gummibärchen wollen wir auch nicht, bitteschön. Wer weiß, was da alles drin ist. Oh Gott. Nein, das lassen wir jetzt mal außer Acht. Ja, ja, du bist auch sehr spirituell. Wenn ich das vielleicht noch einmal mit spirituellen Augen mit dir beleuchten kann, obwohl ja am Ende gehört auch das alles zueinander, ja, das Weltliche und das, ja, eben das Nicht-Weltliche. Mhm. Das war also gestern schon mal Vorwehen oder wie kann man das dann empfinden? Ist es soweit? Gehen wir in eine neue Welt? Kommt das Goldene für dich? Kommt definitiv die Befreiung für die Menschen? Definitiv. Wie fühlt sich das? Ja, also definitiv. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Viele zweifeln ja jetzt auch gerade, weil die auch global politisch natürlich schauen, was jetzt passiert ist eben mit Trump und Biden, was wir da auch durch die Medien irgendwie bekommen, was uns da serviert wird, macht natürlich auch eine Unruhe. Ja. Auch bei vielen, die seit Monaten auch in den alternativen Medien gerade einem Plan gefolgt sind und vertraut haben. Ja. Aber auch da kann ich immer nur sagen, aus sich selber heraus. Ja. Ja, und jetzt ist das irgendwie alles einmal noch durchgeschüttelt worden. Wie nimmst du das wahr? Also das folgt alles einem Plan. Definitiv, auch aus meiner Sicht. Mhm. Aber da geht es nicht um einen Plan von Q oder von Trump oder Putin oder. Der Plan liegt viel weiter oben. Mhm. Und das ist der Schöpfer, der steht über allem. Mhm. Und da bin ich fest von überzeugt. Ich glaube, das Licht hat schon über das Dunkel gesiegt. Mhm. Und alles, das, was jetzt passiert, dient letztendlich dazu, dass wir wacher werden. Mhm. Dass wir noch mehr zu unseren Wurzeln kommen und das erkennen. Egal in welchem Bereich des Menschseins. Mhm. Jeder hat seine eigenen Verfehlungen in verschiedenen Bereichen. Ja. Und da müssen wir gar nicht lange suchen. Da reicht ein Spiegel und das ehrliche Erkennen. Mhm. Und ich denke, dass die Zeit noch nicht reif ist. Mhm. Es braucht halt noch. Ne? Es ist, wir hatten gerade letztens auch das Gespräch, dass wenn der Schöpfer das gewollt hätte, dann hätte alle Menschen gleichzeitig anknipsen können. Genau, weil in jedem von uns steckt ein Funken von ihm, ne? Ja. So, und wenn er das gewollt hätte, hätte er das gemacht. Aber naja,
Weil, ja, jetzt dürfen wir alle Ende, auf, durch Prozesse, genau. Genau, am Ende ist es doch wichtig, dass wir daraus was lernen. Mhm. Weil wenn das alles so zack, zack, hier geht's dann weiter. Würden wir es vielleicht auch gar nicht wertschätzen. Genau. Ja. Und das ist, meine Eltern haben das immer gesagt, was du geschenkt bekommst, ist nichts wert. Mhm. Na? Was nichts kostet, ist nichts wert, hat meine Oma immer gesagt. Genau. Und jetzt haben wir natürlich dieses ganze große Chaos, was über Jahrhunderte ja, vorbereitet und geplant wurde von dunklen Mächten. Ja, ich will da gar nicht so tief einsteigen, weil das ist auch wieder so ein Thema für sich. Und mir geht es viel eher darum, dass wir das Licht sehen und dass wir das auch erkennen. Ja. Und jeder für sich das Positive zu erkennen. Ja, genau. Ja, und nicht immer das Glas ist halb voll, halb leer, Entschuldigung, ja. Sondern es ist halb voll. Mhm. Ja, wir sollten uns mehr in die Natur begeben, das wieder einatmen, auch mal einen Baum umarmen. Ja? Mhm. Und das auch mal sehen, was die Natur uns alles gibt. Also gerade in diesem Jahr haben wir das so extrem erlebt. Ja, so viele Vögel, wie ich dieses Jahr gehört habe, auch bei uns im Garten. Es war so eine Vielfalt. Ja, oder im Wald, auf der Wiese. Eine Vielfalt an Kräutern, an Blumen, an Pilzen. Unglaublich. Erst heute Morgen habe ich wieder zwei ältere Damen im Wald gesehen, die Pilze gesammelt haben. Also das ist es. Die Menschen sollen wieder mehr in das Bewusstsein rücken. Ich weiß, sollen und muss, ach, will keiner sagen. Ja, aber wir wünschen es uns. Und es, im Grunde, wenn wir so darüber sprechen, beschenken wir uns ja gegenseitig auch mit diesem Bild und mit der Energie. Wir haben auch vorhin gesagt, so Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja. Lass uns nicht über Dunkles und das Schlechte so lange reden und da drin rumbohren. Ja. Ich bin unheimlich dankbar über die letzten Monate, wie viele tolle Gespräche mit tollen Menschen ich führen durfte. Ja. Weil das ist das, was mein Herz berührt. Ja. Weil dann ist so, ach ja, ja zu mir und ja zum Gegenüber. Und am Ende sind wir ja doch, weißt du, alle eins. Genau. Ja, ich würde fast sagen, lassen wir es da stehen. Ja. Vielen Dank an meine Zuschauer. Und wir spazieren noch ein bisschen ohne Kamera weiter. Auf jeden Fall. Ein Lächeln.